herzlich willkommen zu einem neuen Video, mal wieder ein Make-up-Tutorial. Es sind mehr so kleine Denkanstöße und Inspirationen von mir, wie ihr im Alltag gut knalligen Lippenstift tragen könnt. Anlass dazu ist dieser Lippenstift, den ich mir jetzt hier in Neuseeland gerade gekauft habe, von der Marke Chi Chi Viva La Diva und die Farbe nennt sich Husband Shopping. Sieht so aus, ist also mehr so ein lila Ton, wo ich mir so dachte, wie trägt man sowas im Alltag? Hier sind so meine Tipps, die ich dazu geben kann. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wenn ich mein Make-up mache und ich weiß, dass ich an dem Tag Lippenstift tragen werde, dann trage ich immer ganz gerne erstmal eine Lippenpflege auf, damit zumindest während ich mein Make-up mache, meine Lippen ein klein bisschen mit irgendwas versorgt sind. Und dann geht's los mit dem Make-up. Das Make-up, was ich benutze, ist das Maybelline Dream Wonder Nude Make-up in der Farbe 30 Sand. Und das muss man vorher immer schön schütteln. Und entweder ihr tragt das mit den Fingern auf oder mit dem Pinsel. Ich glaube, ich werde das heute einfach mal mit einem Pinsel einbuffern. Wenn ihr bunten Lippenstift drauf habt, dann zieht ihr unfassbar viel Aufmerksamkeit auf euer Gesicht. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr auf jeden Fall einen einigermaßen makellosen Teint habt. Wenn ihr natürlich eher zu Hautunreinheiten neigt, dann braucht ihr vermutlich ein Make-up, was ein bisschen mehr deckt, weil das hier ist doch eher ziemlich leicht. Ich habe vergessen, wie toll Make-up aussieht. Ich habe schon viel zu lange keins mehr benutzt. Weiter geht's mit Concealer. Das ist einer meiner All-Time-Favorites, der Rimmel Wake Me Up Concealer in der Farbe 030 Classic Beige. Und manche Leute tragen Concealer vor dem Make-up auf, aber ich trage den am liebsten irgendwie danach auf. Ich weiß nicht. Mir gefällt das dann einfach besser. Und ich trage den auch immer nur in den Innenwinkeln und Außenwinkeln von meinem Auge auf. Und auch da, falls ihr Hautunreinheiten habt, dann müsst ihr die jetzt in diesem Schritt noch abdecken. Na, 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 na. Klopf, klopf, klopf. Ich sette alles jetzt noch mit ein bisschen Puder, das ist auch von Rimmel, das Stay Matte Powder in der Farbe 005 Silky Beige. Einfach damit dieser Look den ganzen Tag so einheitlich bleibt, zumindest einigermaßen. Ich mag das Puder ganz gerne, weil das wirklich seinen Job macht, muss man sagen. Ohne aber viel zu gepudert auszusehen. Ich hasse das, wenn man so aussieht, als wäre man in den Topf Puder gefallen. Der Fokus bei dem Make-up liegt natürlich auf den Lippen, deswegen wollen wir die Augen nicht zu stark betonen. Was ich aber da immer sehr wichtig finde, ist schöne Augenbrauen. Also wenn ihr so wie ich zwei bisschen unterschiedliche Augenbrauen habt, dann lasst euch bei diesem Schritt ruhig schön viel Zeit. Die Augenbrauen, die rahmen das ganze Gesicht so ein bisschen ein und wenn ihr schöne Augenbrauen habt, die so gut definiert sind, dann braucht ihr gar nicht viel an den Augen, um aber trotzdem einen ausdrucksstarken Blick zu haben. Ja. Oh, und ich könnte sie mal wieder zupfen. Ich benutze für meine Augenbrauen übrigens dieses Allround-Talent von Catrice. Das ist die Prime & Fine Contouring-Palette. Und da benutze ich einfach selbstverständlich den dunklen Ton, nicht den hellen. Und fahre mit einem Augenbrauenpinsel meine Augenbrauen ein bisschen nach. Natürlich auch die andere Seite. Und damit die auch so bleiben, wie sie sind, fixiere ich alles noch mit ein bisschen Augenbrauengel. Meins ist jetzt farblos. Wenn ihr aber allerdings eure Augenbrauen da immer noch ein bisschen mehr intensivieren wollt, dann könnt ihr da auch farbiges Augenbrauengel nehmen. Ich bin jetzt nur gerade wieder ein bisschen runter von diesem krass dunklen Augenbrauentrip. Falls ihr mich länger verfolgt, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Jetzt sind sie ein bisschen meiner Haarfarbe angepasst und etwas rötlicher. Mit den Augen möchte ich gar nicht viel machen. Ich möchte die gerne relativ nude halten, zumindest mal was den Lidschatten angeht. Also kein Glitzer, sondern matt. Und ich habe mich jetzt hierfür entschieden für diese Nudes Chocolate Palette von Catrice. Und ich werde diesen rötlich-braunen Ton hier am Ende nehmen mit so einem Pencil Brush und einfach meine Lidfalte ein bisschen betonen und das Ganze dann verblenden.
Einfach damit das Auge ein bisschen tiefer wird. Ein kleines bisschen so aussieht, als hätte man was gemacht. Ein kleines bisschen so aussieht, als hätte man was gemacht, aber einfach nicht so viel. Und die Sonne ist jetzt wieder hinter einer Wolke. Mit einem komplett sauberen und leeren Pinsel verblende ich das Ganze dann ein bisschen. Dadurch sorge ich echt einfach dafür, dass meine Augenhöhle natürlicherweise tiefer aussieht, ohne dass man eben wirklich denkt, dass ich Lidschatten drauf gemacht hätte. Tada! Wenn ihr euren Wimpernkranz noch ein klein bisschen verdichten wollt, um einfach ein bisschen mehr Drama auf die Augen zu bringen, dann könnt ihr jetzt noch einen Eyeliner verwenden. Wenn, dann würde ich den aber wirklich nicht krass auswingen oder so, sondern nur ganz dezent damit die Wimpern nachfahren. Falls nicht, dann ist das absolut cool. Jetzt einfach eine Wimperntusche würde auch vollkommen reichen. Ich habe so ewig keinen Eyeliner mehr drauf gemacht. An den Augen fehlt jetzt nur noch ein bisschen Wimperntusche. Davor biege ich mir die immer kurz, weil mir das einfach ein bisschen besser gefällt, weil ich sonst manchmal das Gefühl habe, meine Wimpern stechen einfach so gerade nach vorne, falls ihr versteht, was ich meine. Und heute benutze ich mal wieder die Max Factor Masterpiece Transform High Impact Volumizing Mascara. Wie ich die sehr, sehr schön finde. Ich sag's euch, diese Mascara ist bei den unteren Wimpern richtig schrecklich. Und ich vergesse es immer wieder, weil unten verklebt sie die Wimpern richtig arg. Wenn ihr da drauf steht, ist das prima. Wenn nicht, dann braucht ihr so einen Wimperntrenner und dann geht das auch. Jetzt fehlt noch ein bisschen Farbe im Gesicht. Da benutze ich einfach nur dieses Bronzing Powder von Catrice und kein Blush, weil ich nicht noch mehr Farbe außer dem Lippenstift in mein Gesicht bringen möchte. Und dieses Bronzing Powder bringt aber auch schon so ein bisschen Frische ins Gesicht und Definition, ohne dass man jetzt einen Rouge auftragen muss. Und das gebe ich einfach überall dahin, wo ich so wie von der Sonne geküsst aussehen möchte. Kommen wir jetzt zum wichtigsten Teil von diesem Make-up, nämlich den Lippen. Falls ihr so wie ich immer noch ein bisschen was von eurem vorhin aufgetragenen Lippenstift, Labello, Lippenpflege, was auch immer, auf den Lippen habt, dann wischt das jetzt ab, weil so die Farbe ein bisschen länger hält. Und dann könnt ihr mit einem Lip Liner weitermachen. Wenn ihr keinen Lip Liner in der gleichen Farbe habt, so wie ich, nehmt einfach einen, der eurer Lippenfarbe ein bisschen ähnlich ist. Ich weiß, dieser hier ist ein bisschen dunkler, dadurch wird aber einfach die Farbe an sich noch ein bisschen dunkler auf meinen Lippen. Und ich werde die nur ganz leicht umranden, einfach damit es später ein bisschen leichter ist, sie auszufüllen. Und hinten dran hat dieser Lippenstift hier, also dieser Lip Liner, so ein kleines Pinselchen. Damit kann man das Ganze ein bisschen verwischen und dann wird das nicht ganz so intensiv. Versprecht mir eins, man geht niemals so auf die Straße. Lipstick Time! Das ist die Lippenstiftfarbe. Violett. Und ich finde die einfach so geil. Ich kann dabei jetzt leider nicht reden, aber ihr werdet das Ergebnis ja gleich sehen. Habe ich gerade gemacht, für alle, die das nicht wissen, damit man keinen bzw. weniger Lippenstift an die Zähne kriegt. Jetzt sind die Lippen auch fertig.
Das ist der fertige Look. Also ich denke, mit so einem Augen-Make-up kann man diesen Lippenstift doch ganz gut tragen. Ich trage dazu jetzt ein weißes T-Shirt und einfach nur so einen hochgewurstelten Dutt. Dann ist das Ganze nicht zu viel. Falls ihr jetzt natürlich bei einem bestimmten Anlass seid, dann könnt ihr euch auch eine fancy Hochsteckfrisur machen und dann rockt ihr so einen Lippenstift auf eine ganz andere Art und Weise. Genauso verhält sich es dann auch mit den Klamotten und mit Accessoires. Achtet vielleicht einfach ein bisschen darauf, dass ihr es nicht mit den Farben zu sehr übertreibt. Das heißt, dass ihr nicht auf den Augen eine andere Farbe habt und nochmal vielleicht farbige Klamotten anhabt. Dann könnte das Ganze ein bisschen papageienartig wirken. Aber wenn ihr es so ein bisschen dezenter alles andere macht, dann sehen so knallige Lippen meiner Meinung nach richtig, richtig cool aus. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wie mit jedem anderen Make-up-Tutorial auch, ist es natürlich alles Geschmackssache. Das heißt, es kann sein, dass ihr findet, dass man diesen Lippenstift auf gar keinen Fall, ganz egal was man macht, im Alltag tragen kann. Andere wiederum sagen, du machst ein Tutorial wegen so einem Lippenstift, das ist total langweilig. Also, ja, das ist einfach alles nur meine Meinung gewesen. Sagt mir gerne, wie ihr diesen Lippenstift tragen würdet und was für abenteuerliche Farben ihr so besitzt. Falls ihr welche besitzt, schickt mir gerne auch Bilder von euch, wenn ihr irgendwas ausprobiert, auf Twitter, Instagram oder Facebook. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.